Zapft ist. Nicht nur in München, auch in Rammstein. Klein, aber fein. Geschäftsführer Michael Jake vom E-Center Rammstein und Bürgermeister Ralf Hechler begrüßten alle anwesenden Gäste und eröffneten mit dem Fassbieranstich das 10. Oktoberfest. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen herbstlichen Temperaturen ließen sich das viele Kunden nicht zweimal sagen und feierten zusammen mit dem Edeka-Team um Anja und Michael Jake das Oktoberfest-Jubiläum. Mit frisch gezapftem Bier vom Fass sowie zünftiger bayerischer Blasmusik von der Overcarrier Rentnerband fehlten eigentlich nur noch die Fahrgeschäfte. Nun, ja okay, die waren jetzt auch nicht nötig, denn auch so war die Stimmung sehr gut und die Bänke füllten sich immer und immer wieder mit neuen Gästen. Anlässlich des 10. Oktoberfest ließ Michael Jake noch zusätzlich eine zweite Musikband auftreten, nämlich sorgte auch GPS aus Rammstein mit Gaudi Musik für bayerische Unterhaltung. Leckere bayerische Spezialitäten wie Haxe mit Kraut, Knödel mit Specksoße, bayerischer Wurstsalat mit Brot und natürlich die Münchner Weißwurst mit Brezel standen zur Auswahl bereit. Die fleißigen Damen im Dirndl hatten alle Hände voll zu tun und auch die Männer in Trachthose füllten ein Festbier nach dem anderen ab. Und fast wäre auch noch Zeit gewesen für einen Kuss. Das freut mich sehr, dass so viele dieses kurzweilige tolle bayerische Angebot annehmen und sich für ein paar Stunden auf die Wiesen nach München versetzt fühlen, sprach mir Michael Jake zu und er ist auch dankbar für alles. Ja, wir sagen danke nochmal auf diesem Wege unsere Gästen, die heute wirklich unser 10. Oktoberfest ganz, ganz toll angenommen haben. Wir mussten nochmal Bänke und Tische nachstellen, dass wir alle unsere Gäste auf unsere Festwiese unterbekommen haben. Danke für Ihre Treue, danke für Ihre tolle Unterstützung. 10 Jahre Oktoberfest. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder hier bei uns auf der Wiesn, bei tollem Wetter, bei tollem Programm. Ja, auch ich möchte mich bedanken für die 10-jährige Treue an alle unsere Kunden und möchte einfach sagen, dass wir hier in Rammstein mittlerweile eine zweite Heimat gefunden haben. Und ich denke, dass aus dem Mund von einer Saarländerin, einem Saarländer, gibt es nicht mehr zu sagen als Prost auf euch. Alle Jahre wieder eine schöne Sache mit dem Oktoberfest und die vielen Kunden sowie Gäste ließen sich bei abwechselnder bayerischer Musik, leckerem Essen und kühlem Bier gut gehen. Nicht nur in München, auch in Rammstein. Bis zum nächsten Event mit dem E-Center Jakob.